Hallo zusammen. Wofür ist eigentlich die Fries-Taste? Fries heißt einfrieren. Ihr wisst aus meinen Videos, dass ich ja fast ausschließlich mit dem Registration Memory arbeite. Ich speichere mir alle Einstellungen eines Stückes in diesen 8 Speicherplätzen ab. Dazu gehört natürlich auch die Tempoeinstellung, die Transposeinstellung. Also alle Bedienfeldeinstellungen, die es im Keyboard gibt. Wenn ich jetzt beim Spielen mittendrin das Tempo etwas anpasse oder die Transpose-Taste drücke, um das Keyboard einen halben Ton höher zu stimmen, und ich schalte jetzt im Registrationsmemory um, greift natürlich das Keyboard auf die dort gespeicherte Tempoeinstellung zurück. Mein Tempo geht wieder zurück oder vor, je nachdem. Wenn ich also jetzt bestimmte Gruppen einfrieren möchte, egal, auch wenn ich diese Registrations-Memory-Tasten drücke, soll diese Funktion jetzt gleich bleiben. Dafür nutze ich die Freeze-Taste. Und welche Funktion ich einfrieren möchte, das kann ich auch in diesem Freeze-Bereich einstellen. Wir kommen wieder mit der Direct-Access-Taste dorthin, also Direct-Access drücken. Und schon findet ihr die Gruppen, die Einstellungsgruppen, die man einfrieren müsste. Bei mir ist insbesondere Tempo und Transpose wichtig. Das bedeutet, wenn ich spiele mit meinem Registration Memory, habe ich immer die Freeze-Taste aktiviert. Wenn ich jetzt in dem Registrations-Memory umschalte, bleibt das Tempo, auch wenn ich es zwischendurch verändere, oder die Transpose-Einstellung bleibt auch beim Umschalten im Registration-Memory immer gleich. Versucht's einmal.